Ja, willkommen zum vierten MKW Cup im zweiten GP. Wir sind jetzt nur noch zu viert, beziehungsweise mit mir zu fünft und fahren jetzt mit, beziehungsweise gegen Hayato. Der Tom ist mit dabei, der Arma und der Felix, genau. Beziehungsweise der AK Panzer. Ja, jetzt geht's ein bisschen hier. Ich glaube der Arma, der hat sich irgendwas mit Opfer genannt, von mir aus. Wenn er Bock drauf hat, viel Spaß dabei. Ja, wir sind das letzte Mal schön bei den ganzen Themen, die ich vorbereitet hatte, stehen geblieben. Mit dem Camcorder, das ist jetzt soweit. Ja gut, was heißt, das ist soweit. Ich kann es nochmal kurz aufzählen. Ich habe mir einen Camcorder gekauft, um die Preise aufzunehmen und um vielleicht auch, was heißt vielleicht, ich werde es machen, ein paar Real-Fotos, scheiße, aufzunehmen. Na, schaffe ich nicht mehr. Ja, somit wäre das dazu gesagt. Der Luca, der hat, der ist rausgeflogen, schade. Und der hat jetzt 100 Abonnenten. Von daher viel Glück dafür, beziehungsweise herzlichen Glückwunsch. Und ja, wir müssen uns ein bisschen ranhalten hier, dass wir die Gruppe nicht verlieren. Stern ist sehr gut. Wenn jetzt ein Goldschub kommt, wäre das ein 6er im Lotto. Oh, Bullet, das ist auch geil. Lässt mich genau an der Kurve raus. Aber wir sind Zweiter und... Ja. Oh, der Tom, der holt vielleicht noch die Daisy. Fotofinish. Ja, Tom ist Vierter. Tom ist übrigens ein sehr netter Abonnent von mir. Also den mag ich sehr. Schreibt auch schöne Kommentare unter meine Videos. Von daher danke, Tom. Ist echt ein sympathischer Typ und hat auch einen Kanal, aber macht, glaube ich, keine Videos. Ja, Vulkankrollen. Ich hoffe, wir fahren jetzt 150 CCM. Ah, ich habe gedacht, meine Aufnahme verkackt schon wieder, weil eben das Bild schwarz war, aber das war der Streckenspiegel. Von daher. Aber sieht gut aus mit 150 CCM. Ja, nochmal zum Tom. Der hat zwar einen Kanal, aber leider keine Videos. War das gut, dass ich den Teil gesetzt habe? Sehr schön. Das müsste reichen. Ey, diesmal klappt alles. Nicht so wie letzte Woche. Letzte Woche war echt zum Kotzen. Ich glaube, Tom hatte auch versucht, den großen SC zu nehmen. Tom fährt übrigens immer mit. Mach keinen Scheiß. Komm. Ach. Prellt er an der Ecke ab und knallt runter. Egal. Ja, Tom, warum machst du eigentlich keine Videos? Ich glaube genau, du hast dein PC nicht direkt dort, wo du spielst. Ist immer schlecht sowas. Von daher ist das schwierig mit Aufnahmen und so. Aber vielleicht tust du ja irgendwann auch mal Aufnahmen machen, vielleicht sogar im nächsten MKW-Teil. Bin ich mal gespannt. Ja, die Red Shells, ich würde sagen, wir heben sie mal auf. Okay, er hat eine Wolke. So, Opfer ist hinter mir. Gut gedodged, sehr schön. Pilz, ich wollte eigentlich ein SC ziehen mit Pilz, aber vielleicht ist es gar nicht so verkehrt gewesen. Fährt die kurze Strecke. Ich bin jetzt extra in die lange gezogen, weil ich mir gedacht habe, dass er die kurze nimmt. Jetzt vielleicht noch ein kleiner. Oh ja, 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 ja. Die Fakebox, die lag richtig scheiße. Die hat es mir jetzt natürlich übelst versaut. Ah, der Goldschub könnte noch mal ein bisschen was reißen. Ein bisschen Risiko.
Risiko fahren. Ah, es war zu viel Risiko, okay. Sollte nicht sein, wir waren eben noch Platz 2. Egal. Ja, auf jeden Fall, Tom kann ja mal das Video schreiben, ob er in Zukunft vorhat, Let's Plays zu machen irgendwann. Also ich sage jetzt nicht in den nächsten Wochen, aber vielleicht auch nächstes Jahr mal oder so. Also geil. Immer noch Zweiter, aber 3 Zehner. Zweiter, Dritter, Vierter. Also alle haben sie 10 Punkte. Also es ist spannend. Ja, mal schauen, ob wir jetzt mindestens Dritter werden, damit wir uns noch ein bisschen im Mittelfeld halten können. EA bzw. Electronic Arts sollte jedem ein Begriff sein. Geil. EA sollte jedem ein Begriff sein und die haben was Gutes vor. Und zwar gibt es, danke schon, wie jeder kennt, die Online-Pässe. Also man kauft sich, wäre ich jetzt reingefahren, man kauft sich ein Spiel, FIFA etc. oder Battlefield oder sonstige Titel von EA und der Titel hat dann natürlich wie fast jedes Spiel heutzutage eine Online-Funktion. Also man kann Multiplayer spielen. EA hat sich vor geraumer Zeit gedacht, ja, so viele Raubkopierer, die Spiele fälschen und illegal benutzen. Wir führen mal einfach so einen Code ein, den der Spieler, wenn er online geht, beziehungsweise wenn er Multispieler Player spielen möchte, hat derjenige den Code einzugeben und der war nicht so geil. Schick's mal los. Und er kann halt nur online spielen, wenn er auch den Code dafür besitzt, beziehungsweise eingibt. Der Code war mit in der Hülle mit drin, als kleines Kärtchen, und den musste man halt, geil, den musste man halt eingeben, und ja, das soll abgeschafft werden, laut EA's News, weil muss ich mich ja konzentrieren. Ah, bringt mir das noch was? Ne, hier sind die Turbostreifen. Von daher. Ah, oder? Ne, schade. Wir haben noch ein paar Meter gefehlt. Ja, auf jeden Fall hat EA auf die Wünsche der Kunden reagiert und hat sehr viel negatives Feedback in den letzten Monaten dafür bekommen. Ah, warte, ich erzähl gleich weiter. Wir gucken erstmal Panzer auf Platz 1, Tom auf Platz 2, sehr schön. Hayato auch gut auf Platz 3, Panzer natürlich auch gut auf Platz 1. Ich möchte ja niemanden im Vorteil stehen lassen. Das Opfer ist auf Platz 5, klar, ist ja auch das Opfer. Mit dem Opfer, weg mit dem Opfer. Ja, das Opfer ist wahrscheinlich schon raus. Aus der Runde, er fährt zwar noch mit, aber kann jetzt nichts mehr reißen. Zu EA, genau. Das Problem ist jetzt, wenn ich jetzt ein gebrauchtes Spiel von EA kaufe, zum Beispiel FIFA etc., spielen ja auch einige von euch. Dankeschön. Das war, glaube ich, Tom mit seinem fetten Bowser. Genau, wer zum Beispiel sich FIFA gebraucht kauft, der hat natürlich das Problem, dass der Online-Pass nicht mehr drin ist. Also der Code. Und kann das Spiel dann auch nicht online benutzen. Also das ist echt ein großes Problem gewesen, was ich aber dann in Zukunft nicht mehr was in Zukunft natürlich dann nicht mehr so sein soll. Ach komm, was soll der Geist, raus mit dem Müll. Neues Item ziehen, schön 3 Pilze. Woher wusste ich das jetzt gerade? Keine Ahnung. Jetzt ein schöner Goldner. Boah, ist das geil. Ich bin Hellseher. Kranke Scheiße. Ja, das ist halt ein großer Kritikpunkt gewesen und EA hat viel negatives Feedback dafür bekommen und sagt sich jetzt, komm, lass mal einfach weg.
Ich hatte auch Spiele und war sogar zu faul, mich da anzumelden, beziehungsweise zu bequem. Und hab gedacht, mir, nee. Das Spiel, man muss auch überlegen, das Spiel verliert ja auch an Wert. Opfer. Hallo, Opfer. Das Spiel verliert ja auch an Wert, wenn man den Online-Pass eingibt, beziehungsweise den Code eingibt, weil wenn man das Spiel dann später bei eBay verkaufen möchte und schreibt dann noch hin, dass der Code dabei ist, dann bekommt man natürlich ein paar Euros mehr. Ist auf jeden Fall eine feine Sache, dass wir das jetzt rausnehmen aus ihrem Programm. Ja, ich sag mal, alle Konzepte sind jetzt natürlich nicht der Kracher. Opfer ist... Nee, war das Opfer nicht vorhin? Ah, egal. Er ist wahrscheinlich... Hat er gecheatet? Nee, hat er nicht gecheatet, nee. Schade, Vierter. Somit sind wir auch nur Vierter. Aber es ist ja... Es ist kein Rennen mehr, es war schon... Ja, Glückwunsch an Panzer und Tom, die sind jetzt im Finale und spielen um die Winkelkatze. Was ich noch kurz sagen wollte, es gibt in meinem letzten Infovideo, was ich gestern hochgeladen habe, gibt es eine Wahl zwischen Mario und Luigi. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch vielleicht noch zwei Minuten, eine Minute Zeit nehmen würdet, das Video mal kurz anguckt. Es geht nicht lange und... Oder ihr schreibt einfach unter das Video, genau, ihr braucht euch das Video nicht anzugucken, einfach Mario oder Yoshi. Der Part kommt am Sonntag und ich lade dann den, die Wahl zu dem Preis, den es dann nächste Woche gibt, also beziehungsweise Mario Yoshi, der endet morgen, sprich Montag um 18 Uhr. Dann kommt die Entscheidung, beziehungsweise dann zähle ich durch und gucke, was beliebter ist bei euch und dann wird der Preis dementsprechend ausgewählt. Ja, das war es erstmal von mir. Glückwunsch an die beiden, die jetzt weitergekommen sind. Macht's gut, bis später und ciao.